In diesem Video zeige ich, wie man aus einem Beitrag einen Menüpunkt macht oder besser gesagt einen Beitrag mit einem Menüpunkt verknüpft. So, dazu gehen wir wieder in das Joomla Backend. So, hier sehen wir unseren erstellten Beitrag, ein neuer Beitrag für Joomla. Und aus diesem Beitrag, den verknüpfen wir jetzt mit einem Menüpunkt. So, dazu klicken wir auf Menü, auf Hauptmenü. Dann sage ich hier Neu. So, dann sage ich, wie der Menüpunkt heißen soll. Dann sage ich mein neues Menü. Das ist der Menütitel. So, und dann sage ich Menüeintragtyp auswählen. Da gehe ich auf Auswählen. So, dann geht man auf Beiträge, dann auf Einzelner Beitrag. So, und Sie sehen, jetzt geht ein Fenster auf, wo ich einen Beitrag auswählen kann. Da gehe ich auf Auswählen. Dann wähle ich ein neuer Beitrag für Joomla. So, und das war's auch schon halt. Jetzt habe ich einen Menüpunkt erstellt, nachdem ich hier abgespeichert habe. Und das tue ich jetzt. Speichern, schließen. So, und jetzt gehen wir auf das Frontend unserer Seite. Ich aktualisiere die Seite. So, und Sie sehen, hier haben wir einen neuen Menüpunkt, mein neues Menü. Ich klicke jetzt mal hier drauf. Und Sie sehen, der Inhalt mit der Glühbirne und dem rechtsbündigen Text wird jetzt hier angezeigt.